Mr. John Marple? Ja, das bin ich. Wir müssen Sie bitten, mit uns zu kommen. Der britische Geschäftsmann John Marple ist in Budapest verhaftet worden. Es liegen stichhaltige Beweise vor, dass John Marple seit 1959 als englischer Spion in der Sowjetunion gearbeitet und laufend militärische Geheimnisse an seine Auftraggeber übermittelt hat. Wir haben Anlass zu der Vermutung, dass dieser Akt nur der erste Zug einer Schachpartie ist. Aber du musst wenigstens wissen, was sie verlangen. Die Russen sind hinter Onkel Henrys Erfindung her. Das ist das Lösegeld für meine Entlassung. Sagen Sie, und Sie wollen wirklich 12 Jahre lang warten? Das kann eine sehr lange, einsame Zeit werden für eine so schöne Frau. Ich liebe meinen Mann. Und ich versuche alles, um ihn so bald wie möglich frei zu bekommen. Ist Ihnen die Freiheit Ihres Mannes 5000 Pfund wert? Bitte, du musst alles tun, um mich hier herauszuholen. Die Zeit ist um, Mrs. Marple. Wir haben hier keine Geheimnisse, Mrs. Marple. In der Sowjetunion kann jeder Mensch frei reden.